Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit einem Projekt weiter bzw. wieder los, wo wir lange nicht drüber berichtet haben, und zwar dem Golf 3 VR6 Turbo, dem Oma Golf. Den wir letztes Jahr für Grip gebaut hatten, beziehungsweise wir haben den natürlich für uns gebaut, aber das Ganze wurde für Grip Originals verfilmt. Kurz zum Auto, Golf 3, Auto wirklich aus erster Hand von meiner Oma gewesen, war dann von meinem Bruder Joni das erste Auto, und dann haben wir uns letztes Jahr entschieden, einen VR6 reinzubauen und natürlich ein Turbo drauf. Wir waren dann irgendwann letztes Jahr stehen geblieben bei 760 PS auf Sprit, und ja, beim letzten Event oder vor dem letzten Event ist dann irgendwann die Kupplung kaputt gegangen. Damals war noch eine alte F1 Kupplung von Marius drin. F1 heißt, das ist wirklich so eine eBay Billigkupplung, wie auch immer. Die hat auch wirklich treu und lange ihren Dienst gemacht, aber irgendwann war die dann einfach zu schwach. Dann sind wir mit der Leistung natürlich immer weiter nach oben gegangen, und irgendwann hat die F1-Kupplung versagt und wir haben eine Zweischeibenkupplung eingebaut. RCS 200 Sachs, wie ich in der Limo auch fahre. Jetzt ist allerdings das Problem, zwischen Motor und Getriebe ist bei diesem Fahrzeug so wenig Platz, dass wir nur zwei sehr dünne Scheiben einbauen konnten. Das heißt, das ist wirklich nur eine hauchdünne Scheibe mit so ganz dünn einem Sitterbelag drauf geschmiert, sage ich jetzt mal. Und diese Kupplung sind wir nur ein paar Meter gefahren, und ich kann euch wirklich sagen, ich bin vieles gewohnt, aber das ist die Vollkatastrophe. Also ich habe wirklich Angst, wenn ich mit dem Auto, ich glaube, wenn ich damit zum Wörthersee hin und zurück fahren würde, fällt danach das Armaturenbrett raus oder die Frontscheibe fällt raus. So stark rubbelt die beim Einkuppeln. Also macht wirklich keinen Spaß. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren heute zu Doc Drehmoment nach Schesel, weil Henning nimmt sich dem ganzen Projekt an. Der baut selber Kupplungskits, und er hatte jetzt die Idee, dass wir ein Schwungrad bauen, das genau so ausgelegt ist, dass wir eine 240 mm Sachskupplung verbauen können. Das heißt, das ist dann die gleiche Kupplung, wie die ganzen S4, RS4, B5 Fahrer fahren, Einscheibenkupplung. Die fährt wirklich voll geil, richtig schön sanft anzufahren, natürlich ein bisschen stärker zu treten, aber wirklich noch voll alltagstauglich. Und diese Kupplung kann dann auch irgendwie so um die 800-900 Newtonmeter, weil mit der Leistung wollen wir natürlich auch noch ein bisschen weiter nach oben. Aber genau das gucken wir uns jetzt in Schesel mal an und gucken, was der Henning da so treibt. So, wir sind angekommen in Schesel. Da haben wir auch schon den richtigen gefunden. Hallo Henning. Hi. So, schön, dass wir uns heute das allererste Mal bei uns auf dem Channel mit Thema Kupplung beschäftigen können. Das ist irgendwie immer zu kurz gekommen, weil meistens sind einfach immer Lösungen in die Auto reingekommen, die einfach Karton aufmachen, Kupplung raus, einbauen, fertig so ungefähr, ne? Genau. So, das ist bei diesem Projekt, was wir jetzt vorhaben, allerdings nicht ganz so einfach. Ja, gibt das auch fertig zu kaufen, aber vielleicht, um das richtig angenehm fahrbar zu machen, gibt es halt noch genau bessere Lösungen. Genau das habe ich witzigerweise auf dem Hinweg schon erklärt, dass es ist tatsächlich so, das, was ich vorher drin hatte, RCS 200 mit diesen ganz dünnen Scheiben, fährt Vollkatastrophe. Und sonst gibt es eigentlich leider für das Auto auch mir bekannt zumindest nichts zu kaufen, was in diesem Bereich von 800, 900 Newtonmeter übertragen kann. Ja, genau. Also im Original ist irgendwo bei 650, sage ich mal so, was man von Sachs kaufen kann. Ja. So, nochmal kurz zu dir als Person. Du baust hier Kupplung, Schwungräder selber. Ja. Komplett. Ja. So, also hier sehen wir ja schon Maschine Nummer 1, wo nachher hoffentlich der Schwungrad rausfällt. Ja. Wie lange machst du das schon? Die Fräsmaschine haben wir ein bisschen über ein Jahr. Mhm. Dieses Kupplungsbauen mache ich bestimmt schon seit 2013 ungefähr. Ja. Also 7 Jahre kommt ungefähr hin. Wie bist du dazu gekommen? Ich brauchte für mein Auto eine Kupplung damals, weil ich auch so ein VR6-Fahrer damals war und Turbo umgebaut als mögliche. Und ja, und dann habe ich auf den Markt geguckt, habe gesehen, ich brauche eine Sinterscheibe, aber ich will nicht so eine 4-Belag-Scheibe, wie alle das vielleicht kennen, fahren. 6-Belege gibt es auch.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn da mehr Belege drauf sind, dann müsste ich das wahrscheinlich besser fahren. Und so bin ich irgendwann mal dazu gekommen und habe immer Stück für Stück daran gearbeitet, dass ich so eine Kupplung habe, wie sie heute da ist. Was auf jeden Fall cool in diesem Video wird, ist, es gibt ja, das ganze Internet ist ja voll mit irgendwelchen Aussagen, wie viele Pads gefedert, nicht gefedert. Es gibt haufenweise Fragen, die wir auf jeden Fall aufklären können während des Videos. Ich würde vorschlagen, wir machen das Ganze allerdings am Anwendungsbeispiel. Das heißt, wir gucken uns mal an, was du vorbereitet hast. Ja. Und die eine oder andere Frage habe ich mir schon überlegt. Und das erklären wir dann aber im Detail an den Teilen. Ja. So, hier sehen wir Original VR6, wie das da drin war. Genau, das ist quasi über einen Ausdruckhebel wird die Kupplung betätigt. Erstmal das Grundprinzip Kupplung, nur mal so einmal anreißen. Theoretisch Kupplung dafür da, dass man das Auto natürlich überhaupt erstmal anfahren kann, ohne dass der Motor ausgeht. Genau. Und damit man halt auch das Getriebe in Anführungsstrichen synchronisieren kann, das heißt, dass man einfach einmal beim Schalten kuppeln kann. Genau. So, viel mehr brauchen wir da, glaube ich, schon mal nicht zu erklären, weil das habt ihr, glaube ich, in den letzten 200 Videos schon mitbekommen. Und so, das ist Original VR. Genau. Durchmesser von der Kupplung? 228 mm. 228, okay. Man sieht ja schon so ein bisschen, dass die Kupplung komplett in dem Schwunger drin liegt. Gegenüber manch anderen Autos. Ne? Man kennt das ja auch, dass sie oben drauf liegt. Genau. Warum ist das so bei der? Oh, warum ist das so? Oder hängt das auch damit zusammen, dass wir halt so wenig Bauraum haben? Das liegt einerseits immer an dem Bauraum, weil hier sitzen die Schrauben drin und ich sag mal, original sind halt immer ein federndes Element dazwischen. Und irgendwo muss man den Platz halt haben. Das ist vielleicht auch manchmal unterschiedlich. Manchmal ist dieses Federelement nach vorne gesetzt bei manchen Schwungen oder manchmal verdreht. Und in dem Fall ist es halt einfach so platztechnisch, weil die Schwungscheibe relativ flach ist in dem Fall und die Druckplatte jetzt das Federpaket auf der Seite. Weil ich finde, so in Summe sieht das schon extrem kompakt aus, ne? Wenn man sich überlegt, Schwungmasse, da noch Anlasserkranz und noch Druckplatte und das alles hier auf 7, 8 cm oder so, ja. Ist das schon... Ja, das ist tatsächlich auch so und das ist auch so ein bisschen das kleine Problem, was man vielleicht hat, um da jetzt was anderes zu machen. Man hat nicht ganz so viel Platz wie vielleicht bei anderen Fahrzeugen. So, nun ist ja unser Ziel, wir wollen eine Kupplung haben, die A, extrem viel Drehmoment übertragen kann. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass sie mehr kann und sie soll vernünftig fahren. Genau. Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, beziehungsweise was müssen wir überhaupt machen, um das zu gewährleisten? Diese Kupplung lebt immer so von mehreren Faktoren. Einmal von dem Durchmesser der Scheibe, das ist ein Faktor sozusagen, um mehr Drehmoment zu übertragen. Oder der Belag an sich, also wenn man jetzt quasi einen Sintermetallbelag benutzen würde, dann kann sie mit den originalen Komponenten mehr Drehmoment übertragen. Aber ja, der maßgebliche Faktor ist immer Durchmesser, Anpresskraft. Man spricht immer von Durchmesser. Ich nehme an, dass, weil es einfach einfacher klingt als eigentlich von der Fläche. Eigentlich hat das ja schon was mit der Fläche von der, also dem Kupplungsbelag zu tun. Nee. Das ist wie tatsächlich wie im Hebelgesetz, wie beim Drehmomentschlüssel auch. Mhm. Desto weiter außen du anfährst, desto mehr oder desto einfacher hast du das Drehmoment zu übertragen. Und der Faktor ist halt sozusagen die Handkraft, die du im Drehmomentschlüssel hast, ist die Kraft der Anpressplatte oder der Feder. Okay. Das heißt, wenn wir wir könnten den Kupplungsbelag, je weiter er nach außen wandert, also je größer der Durchmesser wird, je schmaler könnte man ihn auch machen. Um das gleiche Drehmoment zu übertragen. Ich glaube, das ist ein bisschen verwirrend gesagt. Wenn du den Durchmesser vergrößerst, also wenn du jetzt daraus eine 300 mm Kupplung machen würdest oder 400 mm, übertrieben ist es immer einfacher gesagt, dann kannst du mit denselben Komponenten, also mit derselben Anpresskraft, könntest du mehr Drehmoment übertragen. Weil das ist einfach vom Hebelverhältnis ist was anderes. Du hast die Kupplung kannst du dir so vorstellen wie beim Drehmomentschlüssel. Die Anpresskraft erzeugt eine Handkraft. Du hast 100 Kilo, die du drücken kannst mit der Hand, sage ich mal. Und wenn du den bei einer kleinen Kupplung hast du 100 Kilo, die du eng am Drehpunkt hast. Und wenn du diese 100 Kilo bei 2 Meter Entfernung hast, hast du viel mehr Drehmoment am Ende. Und so ähnlich verhält es sich hier auch. Okay. Ich hätte persönlich immer gedacht, das ist einfach daran, die Kraft mal Fläche. Größerer Durchmesser, mehr Fläche. Die Fläche spielt dabei in dem Fall keinen. Das haben wir schon mal Punkt Nummer 1 hier geklärt. Dann sagtest du Reibpaarung, das heißt einfach die Oberfläche bzw. Material. Genau, die Reibpaarung zueinander. Genau. Metall zu organischem Belag ist halt relativ, sagen wir, relativ rutschig oder Metall auf Metall ist halt, ja, kann mehr Drehmoment übertragen. Wie ist das, jetzt gibt es ja diesen Mythos im Internet,
4-Pad, 6-Pad, 8-Pad oder Vollscheibe. Genau. Das heißt, es gibt für jemanden, der sowas noch nie gesehen hat, es gibt diese Scheiben auch einfach nur mit 1, 2, 3, 4 Pads. Das sind jetzt 10 Pads, habe ich so auch noch nie gesehen. Ich nehme an, das ist auch eine Eigenfertigung von dir dann. Ja, genau. Wie verhält sich das dann? Also angenommen, wir würden jetzt von 4, 6, 8 oder 10 Pads, macht das einen Unterschied in der Kraft, die man übertragen kann? Nee, gar nicht. Weil das nur wieder die Fläche verändert und nur das Anfahrverhalten verbessert. Einfach nur diesen Punkt von dem drehenden Moment, also wenn deine Schwungscheibe sich schon dreht und dein Getriebe steht noch, also ein Fahrzeug steht noch, dieser Einschleifmoment, der verändert sich einfach nur durch die Fläche. Du hast mehr Fläche, mehr Verschleißvolumen einfach auch. Das heißt, mit 10 Pads hält sie einfach länger wie mit 4. Die 4 Pads verschleißen schneller. Und dieser Einschleifpunkt ist halt einfach länger dadurch, dass es eine größere Fläche ist. Und wahrscheinlich auch einfach in dem Moment halt, ich sag jetzt mal, auf der großen Fläche weniger Kraft drückt. Genau. Auf die Fläche gesehen. Genau. Ne? Dass es dadurch ein bisschen besser auch dosierbar ist und so weiter. Genau. Okay, hätte ich persönlich, also man hat schon viel im Internet da immer drüber gelesen, aber natürlich sagen die Leute, ey, ich habe 6 Pads, die kann mehr als ein 4 Pad, ne? Ja, das täuscht damit. Also und warum machst du dann 10 Pads? Weil das einfach der maximale Faktor ist, den man auf diese 240 mm draufkriegt. Also okay. Mehr passen einfach nicht. Es gibt also du hättest am liebsten eigentlich eine komplette Scheibe. Genau, aber das ein bisschen Luft muss man einfach auch dem vielleicht einfach geben, damit die Kupplung auch ein bisschen selber kühlen kann und damit diese Belege jetzt auch ein bisschen arbeiten können. Aber das heißt, du bist der Meinung, dadurch, dass wir jetzt 10 Pads davon haben, müsste die sich erstaunlich gut fahren lassen, was das Einkuppeln angeht. Genau. Ich sag's immer, das fährt sich relativ ähnlich wie eine organische Scheibe. Natürlich nicht ganz so, aber das ist schon sehr vergleichbar auf jeden Fall. Ein bisschen schlechter ist der Fahrkomfort, einfach weil der Reibungswert schlechter ist. Aber ja, ein Laie wird den Unterschied vielleicht manchmal gar nicht merken. Reibungswert schlechter, das ist aber wiederum auch der Grund, warum mit gleicher Fläche die Sintermetall mehr übertragen kann bei gleicher Druckplatte. Genau. Wie viel ist das ungefähr mehr? Oh. Nicht auf eine Kommazahl, aber reden wir, ich glaube, irgendwie 1,3, so 1 mal 1,3. Also wenn die schon 30%, ja. 30% nicht, aber ja, doch, 30%, ja. So in dem Dreh, ja. Okay. Und diese 800, 900 Newtonmeter, die wir später hiermit übertragen wollen, ist dann aber auch schon mit Sinter. Genau, das ist nur mit Sinter machbar. Dann sehe ich hier, gibt es das gleiche auch nochmal mit einer Federung in der Mitte. Ja. Was hat das auf sich? Die Federn sind nur dafür da, um Schläge abzufangen eigentlich. Also der Mythos besagt ja immer, dass, oder viele, so ein Irrglaube ist, dass viele denken, dass das damit zu tun hat mit dem Anfahren, dass sich eine gefederte Scheibe besser anfahren lässt, aber das ist ein Irrglaube. Der ist nur dafür da, die Schläge, die vom Motor kommen und von der Straße, wenn man durch ein Schlagloch fährt, die sozusagen abzudämpfen. Einen anderen Faktor. Ja. Und die also wenn das Fahrwerk am Auto. Wenn theoretisch die Masse von dem Auto was anderes machen will als der Motor in dem Moment, genau, dass das dazwischen ausgeglichen wird. Genau. Aber das eigentliche Rubbeln so beim Einkuppeln, dafür sind die Federn eh viel zu stark, das ist egal. Genau. Okay. Kriegen wir die auch rein? Das ist noch nicht ganz so sicher. Genau. Das ist wirklich eng und da müssen wir ein bisschen tricksen. Das kann sein, dass es geht, aber das will ich jetzt noch nicht sicher sagen. Wo du eng sagst, pass auf, wir zeigen das mal. Das ist jetzt hier original und wir wollen jetzt ja die größere Scheibe da reinmachen. Und die dürfte nicht passen, passt auch nicht. So, okay. Das heißt, mehr größere Scheibe, dementsprechend größere Druckplatte. Genau. Kannst du hier noch irgendwas zu sagen, erklären? Genau, das ist eine Druckplatte, die Sachs, das ist eine Sachs Performance Druckplatte, also schon eine verstärkte Variante. Ich lege immer so ein bisschen Wert darauf, dass die Nieten von dem Tangential oder die Tangentialnieten halt relativ groß sind. Wofür sind diese Tangentialelemente überhaupt? Die übertragen quasi die Drehbewegung von der Anpressplatte auf den Gusskörper und später dann sozusagen rückwirkend wieder auf die Schwungscheibe. Also das ist, der drehende Teil ist die Reibscheibe an sich, die kann sich drehen und der andere Teil ist fest mit der Scheibe verbunden. Und wenn du trennst, hier drauf drückst, dann bewegt sich die Anpressplatte, kommt ein bisschen hoch und dadurch hast du sozusagen das Spiel, dass ich die Scheibe frei drehen kann. So, das heißt, da ist schon eigentlich ganz gut Bums drauf. Da sind 290 Kilo oder irgendwie sowas ist die Anpresskraft. Ja. Also das ist schon ein bisschen Kraft ist da schon drauf, aber Wo genau hier drin ist die Feder, die eigentlich die Anpresskraft erzeugt?
Weil diese Feder in der Mitte ist es ja nur bedingt. Doch, das ist tatsächlich schon die Feder, die du hier quasi siehst. Das ist über ein Hebelprinzip, da drin sieht man das, ist das tatsächlich die Feder, die die Anpressklappe hat. Dieses Metall ist quasi vorgespannt und wenn du die jetzt zusammenbaust, dann ist die Spannung in dem Material so hoch, dass es halt wie eine Feder quasi man die Anpressplatte nach unten drücken würde. Und nur dadurch, dass du hier drauf drückst, spannst du die Feder nochmal vor. Das ist wie, als wenn du die Feder zusammendrücken würdest. Mhm. Eine Spiralfeder. Das ist halt nur ein Blattfederelement, so wie man das nennt. Mhm. Wir können das dann auch einmal zusammenbauen. Dann sieht man schön, wenn wir die Membranfeder drücken auf der Presse, wie die Platte nach oben kommt. Das können wir noch einmal. Weil die noch einmal umgelenkt ist. Genau, weil das quasi da ist, der Drehpunkt da drin. Mhm. Weil, nee, also wie ich das jetzt gerade, also klar ist das die Feder, das ist schon klar, aber wenn man die jetzt später zusammengezogen hat, liegt ja diese Zunge gar nicht mehr an dem Körper hier an. Genau, ja. Ist ja freistehend. Das heißt, die eigentliche Kraft von der Feder ist aber schon hinter der Umlenkung da, ne? Die das vorspannt. Die Kraft ist, glaube ich, die, dass die Feder sozusagen schon diese Position hat. Und wenn du jetzt das zusammenbaust, dann spannt sich die Feder. Mhm. Das ist wie, als wenn du die Feder, eine originale Spiralfeder, ganz normal in der Hand hast und du drückst sie schon etwas vor. Mhm, verstehe, so okay. Ist sie jetzt schon etwas vorgedrückt. Und wenn du sie einbaust, ist sie noch weiter vorgespannt. Vorgedrückt, okay. Und wenn du sie dann weiter bewegst, dann ist das über so ein Nebelverhältnis, geht die Scheibe dann wieder zurück. Mhm. Das ist mir so manchmal nicht so ganz einfach zu erklären. Ja, glaube ich. Wenn man es sieht und verstanden hat, dann ist es ganz simpel, aber der erste Moment, bis ich das verstanden habe, das hat auch immer ein bisschen gedauert. Also das ist nicht ganz so. Okay, das heißt, für unser Projekt jetzt baust du komplett selber ein Schwungrad. Genau. Wo du versuchst, in diese engen Platzräume diese 240er Kupplung einzukriegen. Genau. Hat das so schon mal einer gebaut? Ich glaube nicht, ne? Mit der Druckplatte garantiert noch nicht. Okay. Weil das. Können Sie es angucken, das ist mit dem Starterkranz das erste Problem. Wenn wir die Druckplatte da drauflegen, dann ist der Zahnkranz schon verdeckt. Genau, hier muss man sich jetzt vorstellen, hier kommt greift der Anlasser mit den Zahnrädern, mit dem Zahnrad noch rein, aber das geht natürlich nicht, wenn eine Druckplatte davor ist. Ne? Genau. Und daher ist das ist schon richtig eng. Das heißt, die Druckplatte muss auch bearbeitet werden, logischerweise? Genau. Ja, also da werden wir den Außendurchmesser auch noch sozusagen ein Stück kleiner machen. Vielleicht das Schraubenloch noch ein klein wenig versetzen, damit wir einfach noch ein bisschen mehr, genau. Das kann ja wirklich nur ein ganz klein wenig versetzen sein. Das ist nachher ein Zehntelfuchsen, sage ich mal, dass das wirklich nachher alles so zueinander passt. Mhm. Also das ist tatsächlich schon echt eng, weil der Zahnkranz halt einen gewissen Durchmesser hat und danach müssen wir uns richten. Mhm. Das wird schon gehen. Weil sonst, wenn wir den Durchmesser davon verändern würden, müsste der Anlasser wieder ganz anders sitzen. Genau, und dann an Position. Und das ist ja nicht der Sinn dahinter ist ja, dass man das Plug and Play einbauen kann und erfahren kann, ohne dass man jetzt am Anlasser noch elendig viel machen muss und was auch nicht so ganz einfach ist, weil der Anlasser beim 02A ist in dem Anlassergehäuse oder in dem Getriebegehäuse abgefangen und die Position steht ziemlich fest. Bei manchen anderen ist das einfacher, da wäre das möglich, aber hier... Kenne ich auch noch von früher, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal bei so einem Polo 6N diese Büchse tauschen müssen. Ja, ja, genau. Die immer aus Lulat, ne? Ja. Und dann macht das immer so tierisch Geräusche beim Ausrücken. Genau. Okay, das heißt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Dummy-Rolling quasi von dem Schwungrad und da müssen wir einmal gucken, ob das wirklich so passt. Da bauen wir einmal die Druckplatte auf und schrauben einmal das Gehäuse an, gucken, ob die Höhe, die wir jetzt ausgemildert haben, ob die zueinander passt. Und wenn wir Glück haben, passt es beim ersten Mal. Ansonsten müssen wir ein bisschen nacharbeiten und die Schwungscheibe halt dementsprechend immer ein bisschen kleiner machen, damit wir das ideale Maß haben, dass die Kupplung ausgerückt werden kann, dass die Position von dem Ausrücker passt. Ja. Die sieht jetzt ja gegenüber dem Originalschwungrad deutlich dünner auch nach hinten zum Block aus. Genau, die ist jetzt sozusagen, das ist ein Schrottteil, was wir quasi haben, was wir jetzt erstmal als Muster benutzen, damit wir gucken können, ob die Höhen passen. Und in dem Fall ist es tatsächlich später auch so, dass es mit dem Stahlkranz aufhören wird, weil man will ja auch die Schwungmasse möglichst gering halten. Oder ja. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wo landen wir am Ende? Weißt du schon ungefähr vom Gewicht her das ganze Paket? Ja, also die Schwungscheibe wird ungefähr immer 6 Kilo wiegen, das ist so ein Standardgewicht, was immer relativ sich gut fahren lässt und einen schönen Motorlauf hat. Und dann die organische Scheibe oder die Sintermetallscheibe wird vielleicht nochmal 2 Kilo wiegen, die Druckplatte nochmal 2 Kilo, also dann ist man vielleicht bei 13 Kilo. Da werden bestimmt täglich haufenweise Leute anrufen und schreiben, dass sie eine maximal leichte Schwungscheibe haben wollen. Ja, das ist immer so ein, kann man mit Sicherheit alles machen, aber im Endeffekt
heißt die Schwungscheibe Schwungscheibe und sie muss halt auch eine gewisse Masse haben, damit der Motor rund läuft, weil der nun mal einfach ja auch eine gewisse Kraft oder Schwungmasse braucht, um den Verdichtungstakt zu überwinden. Und wenn sie das nicht hat, dann funktioniert es nicht. Früher hat man immer gesagt, die Motoren laufen so unrund mit so einem leichten Schwung hat und so ähnlich ist es tatsächlich. Mhm. Das heißt, beim Sechszylinder ist es für uns logischerweise nicht ganz so entscheidend wie beim Vierzylinder, genau, weil die Abstände da einfach geringer sind. Genau, durch die Zeit mehr. Okay, das heißt, wir können die schon ruhig, ich sag jetzt mal recht leicht machen, ohne dass da irgendwas passiert am Ende. Ja. Okay. Ja, also Druckplatte ran und Gehäuse dran. So, okay. Glocke ist jetzt einmal dran. Schlechte Nachricht ist, passt noch nicht. Passt da einfach noch nicht, nee. Das heißt, Druckplatte steht noch zu weit ab und kommt hier tatsächlich innen noch gegen. Da sieht man halt einfach mal, wie wenig Platz hier in dieser Glocke drin ist. Das ist ja wirklich nicht viel von der Höhe her, ne? Und ja, aber deswegen hast du erstmal einen Dummy-Schwungrad gemacht, um jetzt das immer weiter dank der Fräse runterzufräsen, bis da ein bisschen Platz ist. Genau. Wie viel Platz brauchen wir dazwischen? Das reichen 1 mm, sag ich mal. Dadurch, 1 mm, okay. Dadurch, dass das Schwungrad starr ist, bewegt sich da gar nichts mehr. Mhm. Da passiert nicht viel. Also wenn das da haarscharf rüber schleift, sag ich mal, dann passt das schon. Man könnte jetzt natürlich auch anfangen und hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen was abtragen und so, ne? Aber das wollen wir nicht, weil dann müsste das ja jeder... Genau, dann muss das aber am Ende jeder machen und cool. Aber es ist wirklich noch Luft da, dass die Druckplatte weiter rein kann. Das geht, ja. Weil der Anlasserkranz ist ja von der Position her eigentlich gegeben. Der muss ja hier mehr oder weniger hier bleiben. Ja, genau. Aber das geht meiner Meinung nach. Ein bisschen geht noch. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, so viel zum Thema Kupplung für unseren VR Turbo. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles schon mal so ein bisschen zu erklären. Ja, gerne. Im nächsten Video steigen wir dann da wieder ein, wenn das Schwungrad zu Ende konstruiert ist. Und dann ganz am Ende gucken wir mal, wie das Ganze fährt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.